Warte, was geht denn bei dir ab? Was geht denn bei dir ab? Okay, Leute, ich zeige euch mal kurz den Brawler, den Kevin gemacht hat. Der Boxer Day. Sicher dir jetzt die letzten Tickets. Es läuft gerade noch ein Gewinnspiel für jeden, der den Creator-Code Pookie eingibt und sich im Shop was mit Juwelen kauft. Und zwar könnt ihr jeden Tag bis zum 31.03. eine 100€ Google Play oder iTunes-Karte gewinnen. Das ist auf jeden Fall eine Menge. Wie kann man bei dem Gewinnspiel mitmachen? Du musst einfach den Creator-Code Pookie im Shop eingeben und einen Kauf mit Juwelen tätigen. Das Ganze filmen per Bildschirmaufnahme oder von einem anderen Gerät und auf Instagram in die Story posten und @Pookie9 markieren. Jeden Tag um 0 Uhr wird dann ein zufälliger Gewinner gezogen und jetzt viel Spaß mit dem Video. Ja Leute, was geht? Willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Pookie, schön, dass du wieder dabei bist. Und heute gibt es mal wieder eine neue Folge. Brawl Stars! Eieiei, Kevin. Kevin ist wieder am Start. Was geht, Kev? Hi. Na, ich würde dich ja gerne einladen, ne? Du hast ja auch einen wunderschönen Namen, aber... ja, was soll man machen? Leute, auf jeden Fall. Wir haben uns gedacht, ey... Wir haben ja aktuell 33 Brawler. Es wird ja im März ein neues Update kommen und wir nehmen auch ganz stark an, dass auch ein neuer Brawler kommt, weil eigentlich mit jedem Update kommt ein neuer Brawler. Zumindest hoffen wir das und deswegen haben wir uns überlegt, wir werden heute mal speziell dafür und generell für die Zukunft einfach mal Brawler designen, die vielleicht ja ganz vielleicht irgendwann mal irgendwie so in eine Richtung ins Spiel kommen. Kann ich mir zwar nicht vorstellen, weil wir absolut gar nicht designen können, aber das ist eben das Lustige an dem Video. Also Leute, wir werden jetzt einmal einen Brawler machen, wo wir eine Minute Zeit haben. Einmal haben wir 10 Minuten Zeit und einmal eine ganze Stunde und werden uns jeweils battlen. Insgesamt hat jeder dann 3 Brawler erstellt und ihr könnt dann entscheiden, welche Brawler gewonnen haben. Das könnt ihr einfach in die Kommentare schreiben. Deswegen gönnt euch gerne im Anschluss auch Kevins Video. Dort seht ihr natürlich seine Sicht. Und bevor es jetzt losgeht, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da, lasst ein kostenloses Abo da und ich würde sagen, let's begin. Okay Leute, also wir haben jetzt ein bisschen vorbereitet, weil wir haben jetzt halt wirklich nur eine Minute Zeit und das ist nicht viel, deswegen haben wir jetzt schon mal grob was rausgesucht, dass wir jetzt irgendwie vereinen müssen und das in unter einer Minute oder im besten Fall genau in einer Minute. Also Kevin, bist du bereit? Ja, ich bin bereit. Lukas, zieh runter. Okay. Warte, du hast jetzt deinen Timer auf 1 Minute und 10 Sekunden, ne? Ja, genau. Okay, ja, dann würde ich sagen, 3, 2, 1, go. Let's go, Leute. Mein Timer läuft. Also, ich hab jetzt das zurechtgezogen. So, ich brauche jetzt erstmal, das hier. Oh mein Gott, das ist gar nicht gut, Kevin. Lukas, wie soll das denn gehen? Der Stressfaktor ist jetzt schon auf jeden Fall real am Start. Ich guck gar nicht auf die Zeit, wie viel Zeit wir noch haben, weil dann stresse ich mich viel zu sehr. Und am Ende kommt dann nur Kacke ran. Nein! Ach Gott, sei Dank. Oh mein Gott, Digga. Ich sehe es jetzt schon, da ist die 1 Minute schon am. Digga, das wird gar nicht gut, was ich hier mache. Nein! Ich habe was Falsches verschoben, oh mein Gott. Nein! Es muss weiter nach oben. Oje, oje, oje. Du Kacke, Digga. Bruder, muss los, Alter. Ich weiß nicht, wie viel Zeit wir noch haben, ne? Oh mein Gott, wir haben 5 Sekunden noch. Was? Ja, und... Hä? Zeit ist ja, dabei. Ich bin neben gerade auf. Ich pack das hier noch hin. Warte, einen Moment. Ich muss kurz rausgehen. Okay. Die Brawler brauchen noch einen Namen. Warte mal, ich hab schon eine Idee für meinen. Ja. Wie macht man das denn? Alter. Muss ich mir hier nochmal meinen Brawler zusammensuchen. Ja. Ich hab das so schnell gemacht. Ich hab das alles so... Ach du Kacke, Junge, wie sieht meiner denn aus? Ja, also der Name ist auf jeden Fall auch geil. Muss man ganz ehrlich sagen, Leute. Ich meine, für eine Minute, ey, gar nicht mal so übel. Aber, naja, das wird auf jeden Fall noch besser bei den Brawlers. Oh je, okay, ich gebe meinem jetzt auch mal einen Namen. Wie nenne ich den denn? Okay, Freunde, ich habe jetzt gerade Pookie meinen kleinen Geist rübergeschickt und du hast mir Le Max rübergeschickt. Kann man machen, ne? Okay.
Warte mal, deines. Also das ist Kevins Bild. Kleiner Geist, Digga. Das sieht einfach aus wie ein Kackhaufen. Ganz ehrlich, Kevin. Was, hast du da was soll das denn sein, Alter? Na gut. Junge, das war ein Zit. Eine Minute. Da kann echt nichts machen. Ich bin gespannt, wie der wieder aussieht. Das sehe ich dann aber erst in deinem Video. Und, ja, ich bin auch gespannt, wie Le Max aussieht. Okay, ich würde sagen, dann kommen wir jetzt zu dem 10-Minuten-Brawler. Okay, Freunde, das erste Ergebnis habt ihr jetzt gerade gesehen. Ich würde sagen, die 10 Minuten und 10 Sekunden beginnen gleich. Lukas, Puki, bist du bereit? Ich bin sowas von ready, Kevin. Let's go, der Hase. Okay, ich würde sagen, diesmal darfst du runterzählen und dann geht's direkt los. So, Leute, der 10-Minuten-Countdown für den 10-Minuten-Brawler startet in 3, 2, 1 und let's go. So, jetzt müssen wir uns erstmal wieder alles raussuchen, weil jetzt haben wir nichts vorbereitet. Oh je. Ich nehme einfach mal so ein paar Pieces raus. Ihr kennt das Spielchen und dann gucke ich mal, was man da so kombinieren kann. Ich bin auf jeden Fall gespannt. 10 Minuten ist natürlich schon mehr Zeit. Ja. Ist auch nicht so krass, ne? Ich habe aber selbst irgendwie mal noch gar keinen Plan. Ich habe auch noch nicht so einen Plan, aber ich ziehe mir einfach mal ein paar Dinge hier rüber. Ach komm, ich starte jetzt einfach mal, bevor ich hier die ganze Zeit verliere. Okay, wir starten jetzt mal. Oh Gott, das ist echt kritisch. Grundgerüst würde ich sagen. Wir machen mal so ein Ding, womit niemand rechnet. Okay, ich hab schon mal die Füße. Die Füße hast du schon? Ja, die Füße. Also ich beginne tatsächlich beim Kopf diesmal. Ich weiß nicht, ob das so schlau ist, aber das werden wir dann noch sehen. So. Das ist jetzt erstmal mein Kopf. Den will ich jetzt als Grundding schon mal nehmen. Den Rest vom Körper kann man eigentlich weglassen. Was ich mir nur noch überlegt habe, dass ich mal so grob diesen Körper hier nehme. Also von dem Brawler, Leute. Seht ihr ja gerade. So. Das mal wüsste, du. Zack, dann haben wir. Was kann man von dem hier nehmen? Von dem hier könnte man auf jeden Fall mal. Ja, doch. Wie lange haben wir denn noch? Achso, okay, es sind erst 3 Minuten. Ich dachte schon. Ja, da geht auf jeden Fall noch einiges. Let's go. Wir nehmen mal den hier. Zack. Den können wir, glaube ich, wegwerfen. Oh nein. Ich habe den Hintergrund verschoben. Diese Hand hier. Oh Mann. Okay. Okay, das kann man auf jeden Fall lösen. Und es steht schon mal. Okay, let's go. Ich habe jetzt mal die Hand ausgetauscht. Die braucht natürlich jetzt auch den schwarzen Rand. Dass das natürlich auch stimmig ist von den Dingen her. Aber irgendwas ist hier ganz komisch. Da sind so komische. Okay, Nummer 1 ist ausgetauscht. So, wo ist denn die zweite Hand? Das ist die zweite Hand. Die müssen wir jetzt irgendwie hier hinpacken. Alter, das geht nicht auf. Und jetzt drehen, dann geht's wieder auf. Oder? Nee, dann geht's erst recht nicht auf. Ach du Kacke. Oh mein Gott, das wird so geisteskrank. Ich weiß nicht, was ich hier mache. Ich weiß nicht, das male ich jetzt einfach mal an. Damit das. Alter, da fehlt ja der ganze Hals und so, Junge. Was mache ich denn? Okay. Das Ding ist, das wird halt gar nicht auffallen, dass ich da irgendwas geändert habe. Das ist halt richtig belastend, aber. Oh, Junge, meins sieht irgendwie aus wie so ein Pferd. Junge, was machst du denn? Haben wir noch viel Zeit, Kevin? Haben wir noch viel Zeit? Nein, 3 Minuten. Ach du Kacke. Ich brauche noch einen Kopf. Junge, ich brauche noch alles. Junge. Let's go. Was ist denn hier nicht passiert? Aber ich frage mich auch schon wieder, was das Ding hier gerade ist, was ich gemacht habe. Ich dachte, das könnte cool aussehen, aber. Ich frage mich das auch die ganze Zeit. Zu Anfang meint es auch irgendwie cool. Dann ist es irgendwie. Dann ist irgendwie. Junge, was geht denn da gerade ab bei mir? Oh mein Gott, was mache ich eigentlich gerade? Woher kann ich denn da noch so ein Ding nehmen? Nee, das geht so nicht. Junge, meiner kommt gar nicht von den Proportionen hin irgendwie. Digga, das ist gerade echt Struggle bei mir. Das kann nicht klappen. Das. Kevin, lach nicht. Ich bin hier voll konzentriert. Konzentriert bin ich. Let's go. Alter, was soll denn der Kack jetzt hier? Oh mein Gott, sieht total aus wie so ein Kloß, ey. So, ich habe jetzt noch ein bisschen die Proportionen da angepasst. Ich würde sagen, ist das gar nicht mal so übel geworden. Ach du Kacke, Alter. Ich brauche einen anderen Kopf, Junge, der Kopf passt nicht. Also ich habe hier ein Ding gar nicht verwenden können, und zwar das Ding hier. Aber ey,
Jetzt mal ganz im Ernst. Die Zeit ist übrigens gleich vorbei, Kevin. Ich kann nichts mehr machen. Oh nein. Okay, Zeit ist gleich vorbei. 2, oh nein. 1 und das war's. Oh, Alter, mein Brawler sieht so geil aus, Junge. Genau so musste ins Spiel kommen. So, und jetzt benennen. Meiner ist ganz, ganz evil geworden, Lukas. Ich nenne den jetzt... Also meiner hat schon einen guten Namen. Ich bin immer so kreativ, was die Namenfindung angeht. Wenn die Kreativität dann auch noch hier beim Designer dabei wäre, dann wäre das natürlich nicht schlecht, aber kann man nichts machen. Gut, Lukas, ich habe dir meins jetzt geschickt. Oh, ich sehe deins auch schon. Ach du Kacke, Digga. Was ist denn hier passiert? Ich kopiere den mal hier rein, Leute. Junge, was? Was soll das denn sein, Alter? Okay, ich sehe da aber schon Kanonen von Darryl, glaube ich. Und Poco eventuell, aber... Digga, das sieht ja mal absolut ganz, ganz komisch aus. Jetzt mal im Vergleich zu meinem. Das sieht meiner ja voll fresh aus. Gut, den Kopf könnte man erkennen. Woher ist mein Kopf? Was denkst du? Ja, von Crow. Oh, schade. Hat er das direkt erkannt. Ja, aber ich bin auf jeden Fall sehr zufrieden mit meinem. Wenn du meinen sehen würdest. Oh Mann, Kevin, ey. Kevin. Der Arme, Alter. Oh Mann, er tut mir... Okay, gut. So, Leute, jetzt startet gleich der Countdown. Eine Stunde Zeit, um einen Brawler zu erstellen. Und Kevin, ich habe hohe Erwartungen. Ja, meine Ansprüche sind sehr hoch. Ich würde sagen, wir rasieren das. Bist du bereit? Okay, dann würde ich sagen, 3, 2, 1 und go. Countdown läuft. Oh mein Gott. Wir haben jetzt eine Stunde Zeit. Das wird, das ist viel, ne? Aber jetzt geht's erstmal an Einzelteile raussuchen. Ich glaube, das ist so das Schwierigste. Und dann kann man so mal grob gucken, was man damit anstellt. Alter, Junge, mein Dokument ist schon so voll. Ich habe jetzt erstmal 5 Minuten dafür gewastet, irgendwelche Brawler rauszusuchen, die ich irgendwie verwenden kann. Das könnte ja echt was werden, ne? So, Leute, ich habe jetzt fast 15 Minuten dafür verbracht, Deko-Elemente und Sachen rauszusuchen, die ich für meinen Brawler verwenden möchte. Das sind jetzt diese Dinger hier. Ich glaube, damit kann man schon ganz gut was anfangen. Und dann will ich den Brawler prinzipiell aus diesen Brawlern erstellen. Und ich würde sagen, ich beginne jetzt einfach mal mit dem Gerüst unten, also mit den Beinen. Also die Beine bzw. den Unterleib, den nehme ich jetzt mal von diesem Brawler hier. Den kennt ihr auf jeden Fall. Das ist ein spezieller Skin, der sehr teuer ist. Na, Kevin? Was sagst du dazu? Okay. Kevin hat gar keine Ahnung, aber egal. Ich glaube, das ist schon mal ganz gut. Und da haben wir schon mal die Beine grob am Start. Die schneide ich jetzt noch schnell aus, dass das Ganze auch sauber aussieht. So, ich habe mir noch was Spezielles für die Beine überlegt. Und zwar nehme ich das von dem Brawler hier. Also die beiden Dinger hier, zack, einmal den hier und einmal den hier. Ich glaube, ich mache die noch unten so ran. Ich glaube, das könnte auch ganz geil sein. So, ich habe jetzt hier, Alter, das sieht richtig gut aus. Oh mein Gott, okay, also ich muss jetzt einfach oben so weitermachen, wie ich hier unten angefangen habe. Und dann wird das echt ein sehr, sehr good looking Brawler. Das kann ich dir auf jeden Fall versichern, Kevin. Also, das wird stark. So. Ich guck mal, was kann ich mir jetzt noch snacken? Ich habe mir überlegt, eventuell... Ich brauche einen guten Buddy. Warte mal. Aha. So ein Ding vielleicht? Ja, wir gucken mal. Junge, Alter, Kevin, meine Photoshop-Skills übersteigen gerade schon wieder alles, ey. Guckt euch das mal an, Leute. Was ich jetzt hier fabriziere. Boah, das könnte echt knallen. Das könnte echt gut knallen. Also, Leute, das kann man im Prinzip jetzt unendlich so weitermachen. Das heißt, ich mache mir da jetzt einfach so ein Ding draus. Ups. Und was fangen wir damit jetzt an? Das ist die Frage. So, ich glaube, das so als Grundding, das passt schon mal ganz gut. Und dann werde ich jetzt aber noch sowas hier machen, so Connecting-Dinger. Okay, damit wir das jetzt hier einfacher, sage ich jetzt mal, verschwinden lassen können, packen wir jetzt hier mal ein Deko-Teil drauf. Die Frage ist, was? Aha, ich glaube, da passt eine Sache ganz gut, und zwar das Ding hier. Nice, sehr, sehr gut. Das macht auch ein bisschen Sinn sogar. So, also Untergerüst steht schon mal sehr, sehr gut da. Und das will ich auf jeden Fall auch so lassen. So, ich brauche einen Kopf. Ich brauche auf jeden Fall einen Kopf. Was machen wir? So, von den Deko-Elementen habe ich mir jetzt auch mal schnell ein paar geschnappt.
Und ich habe mir gedacht, ich will den Kopf ungefähr so aufbauen, dass wir mit dem Ding hier oben beginnen. Einmal ungefähr, dass das von Relation auch passt. Ich glaube, hier könnte man das ungefähr platzieren. Dieses Ding hier, das könnten wir da so rausgucken lassen. Sieht da, oh ja, das sieht gar nicht mal so übel aus. Das sieht gar nicht mal so übel aus. Das heißt, der Brawler guckt im Prinzip hier rüber so, in die Richtung. Sehr, sehr nice. Dann haben wir hier, warte mal, was haben wir noch? Das Ding, da habe ich mir gedacht, das könnten wir eigentlich ganz gut hier hinklatschen, so als Ohrring-mäßig, also so als Halterung, so als kleine. Und dann haben wir noch das Ding hier. Und das werde ich wahrscheinlich hier vorne befestigen. Ich glaube, das ist ganz geil. Vielleicht so aufstellen. So nach oben. Das wäre auch nicht so schlecht. Ich glaube, das hier so. Ja, so ein bisschen als Gürtelschnalle oder Accessoire hier vorne. Oder besser. Besser. Wir machen das Ding hier hin. Zack, das ist Nummer 1. Und dann brauchen wir noch... So, das Ganze habe ich jetzt mal ein bisschen mehr gesättigt. Und jetzt überlege ich gerade, ob man die Dinger hier noch braucht. Ja doch, ist eigentlich ganz geil. Sieht nochmal ganz cool aus, so oben drauf. Aber das packe ich noch woanders auch hin. Das will ich auch dann nochmal hier haben. Zack. Einfach so, dass es ganz nice aussieht. Vielleicht, ja, dass es hier so raussteht einfach. Okay, das sieht ja schon mal gut aus. Boah, wir haben noch Zeit, Kevin. Wir haben noch Zeit auf jeden Fall. Aber bei mir fehlt doch noch einiges. So, ich beginne jetzt langsam mit den Armen, Leute. Wie könnte ich das machen? So, Leute, ich bin hier schon beim ersten Arm. Ich glaube, das könnte ein ganz geiler Style werden, wenn man das so mäßig macht. Aber, boah, ich weiß es halt nicht. Ne? Das ist immer schwierig zu beurteilen. So. So, ich verschmelze die Metalle jetzt hier einfach. Alter, bin ich ein Master. Sieht das legit aus? Boah, nee. So. Also bei mir sieht es noch nicht legit aus. Bei mir auch nicht wirklich, aber ich krieg das hin. Also ich bin noch nicht zufrieden mit meinen Armen, aber sonst muss ich ganz ehrlich sagen, sieht das echt schon ganz stabil aus. Im Kopf brauche ich halt noch einen guten. Unterteil gefällt mir auf jeden Fall sehr, sehr gut. So, ich habe jetzt hier noch so ein Ding platziert. Ich brauche einen Kopf. So langsam brauche ich einen Kopf. Ich habe da zwar schon ein bisschen so, aber das reicht auf jeden Fall nicht. Also das ist noch... eindeutig zu wenig. So, was ich mir jetzt noch überlegt habe, dass ich für den Kopf so ein Special-Ding mache. Also das wird jetzt vielleicht crazy, vielleicht auch nicht. Aber ich will im Prinzip dieses Ding hier nehmen. So als Grundform, dass man schon mal sozusagen die Unterseite vom Kopf hat. So Leute, was ich jetzt mir gedacht habe für den Kopf, ist so ein Ding, was wir jetzt so ein bisschen unsichtbar machen. Und dahinter können wir noch so ein paar Dinge hinklatschen. Kevin, du hast nichts gehört, hör einfach weg. Dinge hinklatschen. Ich habe nichts gesagt. Nicht, dass du dich jetzt hier noch an meinen Dingen hier inspirierst, ganz ehrlich. Ey, du inspirierst dich an meinen Dingen. Nee. Oh, ich habe eine saustarke Idee gerade bekommen. Und zwar gibt es hier so ein Ding, das möchte ich auf jeden Fall haben. Ja, das wird sein. Das wird es auf jeden Fall sein. Junge, ich bin so ein Gott. Ich bin so ein Godfather, ey, ey. Ey! So, und dieses Ding muss jetzt einfach nur hier... Ja, perfekt. Das wird jetzt hier eingesetzt. So, und jetzt, Leute, kommt der Trickshot erst. Ihr denkt so, okay, sieht vielleicht ein bisschen low aus. Guckt mal, was jetzt passiert. Zack, zack, zack. So, Leute, also das Auge wird jetzt einfach mal mittig hier drauf platziert. Das ist schon mal saustark. Das Ding ist... Was bei mir halt einfach fehlt, sind obviously die Hände. Und darum muss ich mich jetzt echt kümmern, weil sonst habe ich hier gleich ein Problem. Aber ey, so sieht das ja schon mal richtig stark aus. Jetzt mal auf real. Digga, kann man schon machen. So, ich habe die Sachen nochmal ein bisschen umgefärbt, dass das relativ einheitlich aussieht. Und jetzt habe ich immer noch das Problem, dass mein Brawler keine Hände hat. Alter. Perfekt. Ich habe einfach keine Idee dafür. Doch, ich habe eine Idee. Let's go. Let's go, der Hase. Ich habe mir jetzt schon langsam mal hier was weiteres gesnackt. Und zwar meine Hand, weil ich wollte jetzt unbedingt meine Hand haben. Und ich musste meinen Traum jetzt erfüllen. Deswegen habe ich die jetzt. Hast jetzt deine Hand. Ja, oh, das müsste soweit passen. Dann nehme ich mir jetzt hier mal so ein Ding, damit ich hier mal eine Hand bauen kann. Ich glaube, das ist so ganz nice. Zack, let's go. Das muss nur da runter. Unter die Fette, genau.
So, so langsam entsteht hier jetzt auch final der Arm. Ich glaube, da hatte ich eine ganz gute Idee. Das sollen so Kabel sein, die ich da darstellen will. Ich glaube, das geht ein bisschen auf, oder? Also kann man auf jeden Fall akzeptieren so. So, ich glaube, ich mache den anderen Arm einfach so, dass der einfach keinen Nutzen hat, wisst ihr? Ich mache einfach das Ding hier hin. Und der Arm soll einfach nur das Ding hier halten. Kevin, ich wollte hier nicht erschrecken, aber die letzten Minuten brechen so langsam an. So, Leute, ich glaube, ich habe das gut hinbekommen jetzt hier. Was meint ihr, Leute? Schreibt es in die Kommentare. Das Einzige, was mir noch so ein bisschen auffällt, der 3D-Effekt bei der rechten Hand kommt noch nicht wirklich so rüber und ich blicke da gar nicht mehr durch bei diesen Ebenen, die ich erstellt habe. Jetzt kommt es auf jeden Fall ein bisschen besser so rüber. Alter, geil! Kevin, mein Brawler ist fertig. Ich muss jetzt nichts mehr tun. Ich brauche keine Zeit mehr. Ich habe es einfach in unter einer Stunde hinbekommen. Ich bin richtig stolz auf mich. Ja, ich bin auch fast fertig. Also bei mir fehlt auch nicht mehr so viel. Wie lange habe ich denn noch? 3 Minuten? Mhm. Ja, mal gucken, ob ich dann auch ein bisschen früher sogar fertig werde. Ich mache den letzten Feinschliff hier. Also ich benenne meinen Brawler jetzt ja erstmal noch. Da habe ich auf jeden Fall noch ein bisschen Zeit. Und ich habe mir schon was überlegt. Und zwar so oder so. Ich glaube, so ist geiler. So ist auf jeden Fall nicer, Leute. So heißt es mein Brawler. Kevin, ey, ich werde dich so zerstören, ey. Ganz nein, niemals. Ich gebe mich noch nicht geschlagen. So, also Leute, 25 Sekunden haben wir noch. Kevin benennt gerade noch seinen Brawler. Und so sieht meiner jetzt final aus, Leute. Das ist die Silhouette, die Kevin gleich zu sehen bekommt. Und wir sehen natürlich das gleiche auch von seinem Brawler. Aber ich muss echt sagen, ich bin mega zufrieden. Richtig gut gelungen. Lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Und die letzten 5 Sekunden. 5, 4, 3, 2, 1 und Zeit ist vorbei. Oh mein Gott! Lol! Warte, was geht denn bei dir ab? Was geht denn bei dir ab? Okay, Leute, ich zeige euch mal kurz den Brawler, den Kevin gemacht hat. Das ja, Max-Kugelblitz? Nein, MC! Ja, okay, sorry. MC-Kugelblitz, ey, sieht aber geil aus. Der hat so schwebende Arme, da hast du es dir natürlich leicht gemacht. Musstest nicht mal eine Verbindung da bilden, aber... Ja, ich bin auf jeden Fall gespannt, wie du den Final deine aussieht. Heißt Flashy. Ich kann irgendwie... Also, ich kann bei dir tatsächlich fast nichts erkennen, so was auf den ersten Blick mich an einen Brawler erinnert. Erkennst du irgendwas, was dich am ersten Blick an einen Brawler erinnert? Ich würde mal sagen, Tick vielleicht die Arme so oder halt die Hände, das wäre so. Und so ein bisschen 8-Bit könnte auch drin sein, aber jetzt so schwer zu sagen von der Silhouette her. Aber auf jeden Fall sehr, sehr nice gelungen. Leute, wenn ihr das Ergebnis von Kevin sehen wollt, dann schaut bei seinem Video vorbei und umgekehrt, wenn ihr mein Ergebnis sehen wollt bei Kevin, dann müsst ihr natürlich bei mir vorbeischauen. So ist genau. Das. Genau. Ja. Leute, wenn ihr sowas öfter mal sehen wollt, dann lasst natürlich, wie gesagt, gerne einen Daumen nach oben da und gebt eine finale Abstimmung in den Kommentaren ab. Ich würde sagen, das war's dann jetzt hier mit den beiden Videos. Bis dann, Leute, und ciao. Ciao.